Herzlich willkommen zum vierten Teil unserer kleinen Serie ganz grobe Grundlagen aus dem Schiffsmodellbau. Heute werfen wir einen Blick in ein Mehrmotorenmodell, in unserem Fall die Assis. In unserer Assis finden wir genau genommen sogar drei Motoren. Zwei davon dienen dem Antrieb und einer nur der Wendigkeit, also dem Manövrieren. Schauen wir hier in den Maschinenraum, dann fallen uns natürlich sofort die beiden Motoren auf. Zwei Wellen übertragen die Kraft auf zwei gegenläufige Schrauben. Diese stemmen sich durch ihre Drehung gegen das Wasser und drücken somit das Boot vorwärts. Hier befinden sich die dazugehörigen Fahrtenregler. Nur ganz kurz, hier sitzt der Empfänger und in diesem Modell haben wir zwei Schaltmodule mit jeweils zwei Funktionen eingebaut. Die sind für die Beleuchtung des Arbeitsdecks und des Aufbaus sowie der Navigationslichter und der Deckstrahler zuständig. Im Gegensatz zu dem Multiswitch-Modul aus der Folge 3, das ja mit seinen 16 Schaltfunktionen nur einen einzigen Sendekanal benötigt hat, brauchen diese hier für ihre vier Funktionen zwei Kanäle. Im Bug, also im vorderen Teil des Modells, haben wir noch ein Motorsitzen. Der schiebt Wasser durch das Rohr, was hier quer durch den Rumpf geht, von rechts nach links oder umgekehrt. Das macht er so schnell, dass der Wasserstrahl dann den Bug des Schiffes nach links oder rechts drückt. Fertig ist unser Bugstrahlruder. Durch so ein Bugstrahlruder kann ein Schiff im Großen wie im Kleinen auf der Stelle oder bei langsamer Fahrt gedreht werden. In unserem Modell benötigen wir dafür dann natürlich ebenfalls einen Fahrtenregler oder mindestens einen Umpulschalter. Aber zurück zum Hauptantrieb. Viele Überlegungen werden vor dem Bau eines großen Schiffes in die Ausführung des Antriebes gesteckt. Nimmt man einen einzigen Motor, der kräftig und groß ausfällt, oder lieber zwei Motoren, die kleiner und jeder weniger stark sind? Da wir als Schiffsmodellbauer ja häufig Modelle von unseren großen Vorbildern nachbauen, müssen wir diese Überlegung nicht noch einmal vornehmen. Das hat der Konstrukteur des Originals ja schon für uns getan. Trotzdem wollen wir hier einmal im Modell gemeinsam überlegen, was zu seiner Entscheidung geführt haben könnte. Ganz oben steht sicherlich auch der Preis. Ein großer Antrieb ist oft billiger als zwei kleinere. Kommen da ja auch noch zwei Kupplungen, zwei Fahrtenregler, zwei Wellen und zwei Propeller dazu. Weiter ist der Aufwand bei einem Zweischraubenantrieb höher. Wellen müssen doppelt gefettet werden, sie müssen doppelt eingebaut, doppelt ausgerichtet und so weiter. Außerdem ist das ganze System damit natürlich komplexer und die Wahrscheinlichkeit, dass Störungen oder Fehler auftreten, höher. Ein Einschraubenantrieb wie in unserem ersten Teil unserer Serie ist dagegen klar und einfach strukturiert. Was spricht also überhaupt für einen Zweischraubenantrieb? Ganz klar, die Sicherheit und die Manövrierfähigkeit. Die Sicherheit, wenn tatsächlich mal ein Fehler auftritt, betrifft das oft nur einen Motor. Sei es ein Kabel bricht, eine Lötstelle versagt, ein Fahrtenregler gibt den Geist auf oder eine Leine, ein Ast oder Seegras blockiert eine der Schrauben. Dann kann das Schiff immer noch mit der anderen in Sicherheit fahren. Wer die Sturmvideos auf unserem Kanal sehr genau angesehen hat, der hat vielleicht gesehen, dass genau das beim Film mit der Assis schon passiert ist. Ausgerechnet bei starkem Seegang im Wellenbad. Der nur aufgeklebte Wasserpass hat sich abgelöst und ist in die Schraube gesogen worden und hat sie blockiert. Bei nur einer Schraube wäre die Assis dann manövrierunfähig gewesen und eventuell quergeschlagen oder noch schlimmer in die Brandung getrieben. Dank des Zweischraubenantriebes hielt sie sich aber mit der intakten Schraube gut gegen die Wellen und wir konnten sogar noch weiter filmen. Ja, der zweite Punkt für Zweischraubenantrieb ist die Manövrierfähigkeit. Beide Schrauben stemmen sich gegen das Wasser und drücken damit das Schiff vorwärts. Wenn eine Schraube weniger stark drückt, fährt das Schiff eine Kurve. Beide Schrauben mit der Fernsteuerung getrennt zu steuern, bringt also deutlich mehr Wendigkeit. Besser noch, wenn ein Motor vorwärts drückt,
und der andere rückwärts, sogar das Drehen auf der Stelle möglich. Einer unserer Zuschauer nannte diese Art der Steuerung Panzersteuerung. Bei dem Modell der Moonraker wurde eine herkömmliche Steuerung mit Ruderblatt sogar ganz weggelassen. Die gesamte Steuerung erfolgt wirklich nur über die getrennten Motoren. Wenn ihr also ein neues Schiffsmodell bauen wollt, dann denkt vorher kurz darüber nach, ob es nicht statt einem Einschraubenschiff doch ein Zweischraubenschiff mit getrennter Motorensteuerung werden sollte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr findet alle Links zu diesem Beitrag natürlich wieder unten in der Beschreibung. Lasst gerne einen Kommentar da und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt oder uns gar weiterempfiehlt. Beim nächsten Mal nehmen wir uns die Seabix One vor. Bis dann!